Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zum nächsten Spiel in der zweiten Liga mit dem Club. Und wir spielen gegen Union Berlin und ja, der Mongo ist auch wieder dabei. Das ist immer so Standard, einfach mal Mongo, irgendwelche Schimpfwörter. Ja. Aufstellung, passt, ne? Mach ich doch gerade. Also, ja, kannst du da auch machen. Silvester, Füllkrug, Schöpfstark, Göppert, Patapa, Patapa. Patapa? Patapa, Patapa, passt. Müsstest okay. Du nicht deinen Freund reintun? Welchen Freund? Dein Schokofreund. Ist ja nicht da mit drin? Da passt doch. Muss ja nicht ganz außen passt, ne? Also so ja, ganz. Muss ja nicht unbedingt Startaufstellung sein hier. Puff, so Tor fast. Das wäre Premiere gewesen, wenn er einen getroffen hätte. Ja. Aber ich mir ist auch scheißegal. Cooler Stadionname. Hatten wir nicht das letzte Mal nachgeguckt wegen dem Stadion? Also irgendwann mal? Nicht wegen dem. Das war das Waldstadion, hatten wir nachgeguckt. Das war aber Kurt Lane hatten wir auch mal nachgeguckt. Kurt Lane. Weil da hat irgendwas anderes gespielt, ich glaube du oder so. Weiß nicht. Ist mir echt relativ. Ich muss mir endlich mal deine Folgen angucken. Habe ich noch nicht gemacht. Willst du das wirklich? Ja, das will ich wirklich. Ich find's interessant. Da sieht man auch, wie doof man ist. Vor allem. Aber das ist auf dich mehr. Alter. Alter, was ist das denn für eine Aufstellung? So Pfeile. Das sieht aus wie ein Pfeil. Die Offensive, Alter. Wadada. Ja. Kfz Teil 24. Naja, für den Bus, wenn er kaputt geht. Was ist das Ziel heute? Gewinnen? Ist immer das Ziel. Das ist immer das Ziel, ja. Wir sind Dritter jetzt. Der erste 12 Punkte, ihr habt 7. Ja. Alter, schöne Schuhe. Man muss auch mal beachten hier. Ja. Einfach immer hier. Und parallel spielt der Club gerade in Real Life. Wir haben heute Freitag. Gestern haben wir auch schon aufgenommen. War das gestern? Ja. Oh. Okay. gestern hat Gladbach noch gewonnen in der Europa League. Und klar, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich dachte, du machst einen Stall was. Ja. Und Hinter bitte! Ja, schaffst du doch. Und Wolfsburg hat auch noch gewonnen. Ja, genau. Hör auf zu zucken, Alter. Ich zuck doch gar nicht. Du hast meinen Kopfball gerade mit deinem... Mit meinem Fuß gezuckt, oder was? Lord. Ja! Alter, oh, scheiße. Ich habe wieder so geschrien, scheiße. Was war das denn jetzt? Das war, sag mal, Alter, wie macht denn den Boxer, Alter? Weiß ich nicht, ich habe einfach irgendwas gedrückt. Alter, die Flanke war einfach irgendwie mega. Ja, die sollte aber eigentlich gar nicht so kommen und der Schuss und alles. Dass er so gekommen ist. Ja. Ich glaube, dass er den auch da durchwurschtelt. Ja, der getunnelt auch noch, oder? Ja. Alter. Das ist auf jeden Fall so gewollt. Premium. Richtig. Dritte Minute, also vierte Minute gleich 1-0 schießen. So gehört sich das. Feine englische Art halt. Ja. Ich war noch nicht mal fertig mit erzählen, was heute das Ziel ist. Gewinnen halt. Jo. Ja. Der Weg ist das Ziel hier, gewinnen. Also. Ja, nee, ja aber noch irgendwas? Ein paar Spieler verletzen. Nee, muss nicht. Gegner einfach umsetzen, dass er. Nee, nur wenn ich verliere. Achso. Die sind nicht so ganz auf der Höhe gerade, oder? Irgendwie nicht so. Sind, auf was sind die echt gestellt? Profi. Nein, also. Profi, ja, danke. Nein. Ja, natürlich lieber. Ich glaube aber, dass die. Ja, jetzt müssen sie auf jeden Fall offensiv spielen. Das ist richtig. Naja, machen sie wahrscheinlich nicht gleich. Doch, ich denke schon. Hä, was war das jetzt? Wo? Wer? Was? Oh, daher wäre es lustig ausgegangen, weil drei von dir und drei von denen. Mhm. Und hier noch mal das Tor. Ein Schuss, ein Tor. Ich komme immer noch nicht drauf klar. Ich meine, ich habe eigentlich gedacht, der geht voll daneben und so. Und so. Ja. Ich habe gerade gegen den Mongo hier 5-2 mit gegen Dortmund verloren, aber das. Ja, das waren halt einfach mal, ich glaube, drei Kopfbälle insgesamt, wo man einfach nichts machen konnte. Ja. Was macht denn der Schiri jetzt? Der Schiri doubled noch, der schreibt noch auf. Der lernt noch den Spielernamen auswendig, damit er es auch ansprechen kann. Ich drücke jetzt einfach mal A. Ja. Oh, der hat sich gebeamt, Alter. Der kann das, der hat's drauf. Und du hast dich schon wieder in meine Wohnung gebeamt. Wieso? Also mein Haus. Ich wollte aufnehmen. Was? Du hast dich neben mich gebeamt. Nein. Doch. Du wohnst hier nicht. Oh. Tue ich nicht? Oh, verdammt. Schau mal, das sind die Schuhe wieder. Ja. Was soll ich das ganze Spiel? Okay. Welche Schuhe? Achso, ich wollte gerade schon sagen. Hey, wie macht denn der seine Ecke? Mit der Hand. Nee, weil der in die andere Richtung steht, weil Linksfuß und so. Also. Nein, das ist nicht Dortmund, die Tore alle mit dem Kopf schießen. Nein. Also Ober... Oh Gott.
Aubameyang hat vorhin ein richtig schönes Kopfballtor geschossen. Das war fast schon wieder am Ende vom 16er, wo er den geköpft hat. Okay. Läuft bei denen auf jeden Fall. Ja, wir haben das Spiel aufgenommen und vielleicht schneiden wir es ja noch zusammen und bringen es dann irgendwann mal. Ob vielleicht. Habe ich sie nicht schon gelöscht? Nee, habe ich nicht. Nein. Ich dachte gerade, hä? Oh, lol, ist der schnell. Der Silvestre oder der andere? Nee, deiner. Oder der Silvestre, der ist schnell, ja. Der auch. Koch. Ja. Echt? Ja, war Koch. Ich kann mal kurz schauen, wie es beim Real Life Club steht hier so. Und so. Also gerade eben stand es nur 1-1. Ja, die hatten 1 geschossen in der 16. und instant 1 kassiert. Der Kassier, was? Komm. Puff! Oh. Oh. Wieso war der so ein schlechter Schuss? Tendenziell immer in die rechte Ecke schießen irgendwie, ich weiß nicht. Ach, du in deine rechte Ecke. Der war so schlecht geschossen. Aber auch. Ja, das kann auch sein. Voll drüber kunst. Da musst du hinter dem Ball kommen. Steht immer noch 1-1. Das aktualisiert noch, du Dödel. Ja, vielleicht steht schon 2-1. Ne, Tor für Sandhausen, steht 2-1, scheiße. Ach, aber der Club ist nur noch zu 10, also von daher. Ach ja, hat er gerade der Rote kassiert. Kannst du mal nachlesen, wieso? Ja, Moment. Hier. Er hält ihn von hinten fest und ringt ihn zu Boden. Ja, gut, das mache ich eigentlich auch immer. Er zeigt ihm die rote Karte, ja. Der hat Ringen und Fußball durcheinander gebracht. Das passiert. Also den Aufstieg können wir dieses Jahr auf jeden Fall vergessen. Ja. Schätzungsweise. Hier bei uns natürlich nicht und das gibt 11 Meter. Das muss einer sein. Darf ich? Nee. Ich sag's dir, rechte Ecke, Alter. Das ist Premium. Ja. Wieso nur gelb? Wieso nur gelb? Weil fast eine Notbremse oder es war eine. Schauen wir uns nochmal an. Das war eine Notbremse. Okay, also es hätte auch noch Freistoß geben können, weil mir auch der Foul-Ansatz war an der Strafraumkante. Ja, es ist noch ein bisschen Leigrutsche, ist halt 11 Meter. Mein Gott. Ja, du schießt sowieso vorbei, von daher macht es keinen Unterschied. Ne, ich schieße mit dem Füllkrug, dann kann ich nicht mehr Freistoß verkackst du und... Alter, ich dachte gerade, du hast da abgedrückt, Alter. Das wäre ziemlich mies gewesen. Ja, eben. Ja, komm jetzt, komm hinter, lauf jetzt. Ja, nochmal hier, nochmal richtig schön. Sieben Schritte nach hinten. Nee. Weiß ich nicht. Ronaldo. Achso. Rechte Ecke, ich sag's dir, Premium. Ja. Nein! Das ist doch zum Kotzen, ey. Hab ich nicht linke Ecke gesagt? Also, ich meine rechts vom Hüter, ne? Ja, schon klar. Verdammt, ey. Der war eigentlich richtig geil geschossen, ne? Aber seit wann springen die in die rechte Ecke? Das machen die normalerweise nicht. Eigentlich in die linke, ne? Hm. Rechts, links, Alter, ne? Ja, mein Gott, ich führe 1-0, das Tor brauche ich jetzt nicht unbedingt. Kann man da ja, was einstellen? Ja, kann man, aber... Torwart zustellen, so. Ja, jetzt kannst du mal die Klappe halten. Eine unglaubliche... Komm, schieß jetzt. Achso. Komm, schieß jetzt. Hast du einen Hüter in der Hand? Ja, so ein Eigentor hüten. Hüten. Da stand noch ein Gegner. Ja. Komischerweise, ne? Was macht der da? Doofer Gegner. Was macht der? Oh, geil. Ja! Oh, der ist doch drin, Alter. Der ist drin, oh Moment. Ja, okay, die Flanke war natürlich richtig perfekt da drauf. Aber da stand auch keiner. Gebhardt. Da stand einfach mal keiner und der, wenn der da angerannt kommt, da springt er nicht gescheit rein. Das ist auch der erste Kopfball, der mal nicht so instant drüber geht, so wie eine Bogenlampe fürs Tor, aber. Ja, ich hätte nicht gedacht, dass er drin ist. Das ist verhaltene Freude, aber okay. Der Club steht echt hinten drauf? Weiß ich nicht. Hinten drauf, da, hinten oben am Kragen. Also beim letzten, also bei dem Uralt-Trikot, wo noch Areva drauf stand, also nicht bei dem gestreiften, sondern bei dem ersten Trikot, was wir hatten. Ja, das war Da stand ja noch, nee, Quatsch, bei dem zweiten, doch bei dem gestreiften, da stand ja das, was der Stadionsprecher vorm Spiel sagt, ja, drauf. Also es ist eine Ehre für diesen Club, für diesen Stadt, diesen Club und irgendwie sowas zu spielen. Möge all dies, irgendwie bla 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 und der Club. Möge der glorreiche Club niemals untergehen. Der glorreiche was? Ja, mein Gott. Steht da nicht drauf. Nee, aber irgendwie sowas steht da drauf. Also mit niemals untergehen und so. Ja. Oh, da. Nee, das wird nichts. Umbringen, ja. Muss man Hackenpass machen. Ja. So kann man es auch lösen. So, das Ganze nochmal, oder? Ach, scheiße, das war abseits. Na, geh nicht ran.
Ich gehe nicht ran. Abstoß halt, ne? Der Herr Köhler und der Herr Leistner. Kein Werner. Werner spielt da vielleicht auch mit. Der Dieter. Der Ach, Dieter. Ja, Hannover ist es einfach halt. Was? Ich dachte, du regst dich jetzt gleich schon wieder auf. Über was denn? Nix. Ich höre dir doch gar nicht zu. Ja, das ist gut so. Aber nein, lauf doch! Ach, scheiße, ich hab gewechselt. Das war dämlich. Ja. Sag bloß. Ich kann doch nicht besser. Ich laufe mit zwei Spielern instant am anderen Spieler vorbei. Jetzt kommt. Hast verpasst. Du bist nicht so der Stalltyp. Ich bin nicht so der Stalltyp. Das hast du jetzt gesagt. Oh la la. Auf diese Abwehr ist Verlass. Hallo, die haben schon zwei Tore kassiert. Steht Schmarrn. Sicher, Alter. Ja, steht höllisch sicher. Und eigentlich schon ein drittes wegen Elfmeter und so. Und dem vielleicht auch. Ja, nee. Hat es bestimmt noch vorhin auch noch. Hatschu! Der wollte niesen. Alter. Was haben wir denn im Gesicht, ey? Das ist so geil, ey. Ja. Stirb. Immer wieder Zeit für ein Tor. Stirb. Wann habe ich das erste geschossen? Vierte Minute. Das zweite? 26. 27. Es muss ein Muster ergeben. Okay, dreh um, dreh um. Komm. Tor. Oh. Schade. Wenn der hinkommt, ist er drin. Alter. Der ist hingefallen. Im Strafraum. Schau mal nach oben links, Alter. Schau mal oben links. Hey, die die Ballstatistik kenne ich, nur umgekehrt. Ja, und ich kenne die sogar doppelt, Alter. Ja. Oh, boah, so, Pino. Oben. Oh, ihr könnt es. Nein, schade. Ich dachte, du machst schon Steilpass, weil die laufen immer so ein bisschen an. Nee, das war ja ein hoher Steilpass. Ja, aber ich dachte durch davor schon, dass du so ein. Nee. Ja, wissen wir. Der was? Was stand da drauf? Der technische Spieler? Wo? Auf dem Zettel. Oh nein, Silvester ist verletzt. Ja, ich hab's gesehen. Was stand jetzt auf dem Zettel? Der technische Spieler? Ich hab nicht gelesen. Also da so eine Person kam gerade rein und hat einen Zettel reingebracht. Glücksfee. Glücksfee, ja. Stand das Ergebnis drauf? Nee. Da stand nicht das Ergebnis drauf, sondern das, was wir schon wissen. Da stand drauf, dass es ein Torkassier ist. Nee. Schau mal nach, vielleicht hat noch einer rot gekriegt. Also da stand halt drauf, dass jemand rot gekriegt hat. Oh scheiße, ich hab weggedrückt. Nein! Es tut mir leid! Hey, cool. Ich wollte gar nicht, dass das so... Naja. Wahrscheinlich spielt der Club jetzt nur noch mit 9 Mann und gewinnt dann am Ende auch noch. Hatten wir das nicht schon mal? Dass der Club Nein, irgendwie... Keine. Na gut, dann passt's ja. Hatte? Halbzeit, ja. Ja, es ist im Moment gerade 85. Das ist schätzungsweise 86. oder 87. Schätzungsweise verlieren wir das Spiel. Das wäre natürlich bitter, weil sogar Sandhausen sogar noch hinter uns ist. Also Real Life. Hansenhausen. Leipzig. Leipzig gegen Ingolstadt 1-0 und Ingolstadt ist ja momentan Real Life Tabellenführer. 0-1, das ist wurscht. Leipzig gegen Ingolstadt. 1-0, genau. Ja. Ja. 1-0. Leipzig gegen Ingolstadt. Leipzig ist hinten. 1-0 für Ingolstadt. Und 0-0 Heidenheim gegen die anderen. Weiß ich nicht, wer das muss, ist. Achso, den Dingens muss ich auch nicht wechseln. Muss. Ist aber nur so ein Ding. Den oder den? Der ist schneller. Ah, komm. Spielpraxis und so. Spielpraxis, der spielt irgendwie die ganze Zeit, aber. Spielpraxis. Läuft bei dir. Ja, was denn? Vielleicht schießt er ein Tor, dann war's gut. Ja. Wenn nicht, dann war's schlecht. Ja. Ist ja logisch, weil der sowieso ein Tor schießt, das weiß ich jetzt schon. Der? Ja. Schießt, glaube ich, kein Tor. Doch. Also, kopfballstark ist nicht so. Also, mit den Flanken würdest du nichts. Außer wenn er die Flanken macht. Das kann der Flanken? Ich glaube. Er ist ein Stürmer, also von daher ist es eigentlich nicht so normal. Was? Natürlich kann ein Stürmer flanken. Ja, normal machen das ja die Außen. Ja, aber das Silvestre macht doch auch immer die Flanken bei mir. Der Robert Koch vom gleichnamigen Institut. Da gibt der Robert Koch Institut. Ja, beruhig dich wieder. Man merkt, dass wir wieder spät abends aufnehmen.
Spätabends, ja, Leute. Spätabends ist es. Dein Zeitgefühl achte? Mal. Nein, fast halb. Fast halb, naja, reicht doch. Komm, jetzt geh weg da. Oh, Hackenpass. Kannst auch mal ausprobieren. Was willst du mit deinem Hackenpass? Du weißt nicht, wie der geht, gell? Das ist mir wurscht, wie der geht. Du machst den einfach. Ich mach den automatisch, immer. Immer und überall. Oh, da wollte ich gerade schon sagen, hast du aber ausgespannt, ne? Ja. Oder nicht ausgespannt. Was machen die denn jetzt für eine Kacke? Was ich noch ganz interessant werde, das ist unabhängig von FIFA hier jetzt. So, und zwar, was wir noch, ich meine, wir haben im Moment nur FIFA, das ist auch immer mit dem Hochladen schwer, also wir können nicht regelmäßig hochladen, weil das einfach Internetleitung gleich nie, sag ich mal, ja. Bei dir ist noch schlechter, bei mir ist ein bisschen besser, aber trotzdem, also. Naja, regelmäßig geht's schon. Es fällt halt mal ein Tag weg. Also wo wir so spielen können. Aber das ist schon ziemlich scheiße. Also wer eine bessere Internetleitung für uns hat, immer gerne. Und ja, das andere und zwar noch, was wir noch theoretisch außer FIFA spielen könnten. Falls jemand zuschaut. Das ist erstmal. Ey, Moment, das ist mein Satz. Da, jetzt hier, bitte. Premiere. Nee, nicht Premiere, aber fast. Was muss ich denn sagen? Achso, falls jemand zuschaut. Oh, da waren ein paar Leute im Abseits, glaube ich. Ich wollte mich schon aufregen. Hey, war doch kein Abseits. Ich sag nur Hannover. Ja. Das hatte ich vorhin übrigens auch gesagt. Stimmt. Aber du hast mir nicht wirklich zugehört. Das war aufs Abseits bezogen? Ich dachte, das war auf was anderes bezogen. Nein. Oh, okay. Ja, die Kommunikation stimmt auf jeden Fall. Ja. Und zwar noch, welche Spiele wir noch spielen könnten, also außer FIFA jetzt meine ich, was Spielvorschläge wir hatten angedacht, hatten wir auch schon mal gesagt, Minecraft auf jeden Fall. Also Hunger Games oder Survival Games also oder so. Mini. Ach so, ja. Mini. Das heißt, Survival Games ist auch kein richtiges Minispiel mehr, glaube ich. Na, das ist ein Großspiel. Ja. Und in Hunger Games gibt es dann wieder, nee, das war stimmt noch mal, ja. Und halt, was wir hatten noch geplant, auch mal noch von Ghost Recon was, also so eine Art Let's Test, sowas in die Richtung zu machen. Je nachdem halt, wie es ankommt. Machen wir weiter. Ja, schade, dass jetzt kommt der Einsatz wieder. Was? Schaut ja eh keiner? Ja, nein, fast so eine Frage. Achso, ja, wer schaut denn das? Ja, so ungefähr, ja. Du musst mir aufschreiben, was ich sagen soll, sonst sind die Antworten ja falsch. Ja. Und ich spiele dann noch auf meinem Kanal auf jeden Fall Risen 1 bis 3. Es funktioniert inzwischen, also hoffentlich. Ja, er hat nicht, wenn er hatte immer ein Piepen. Er hat immer Tinnitus und so. Ja, ich habe immer einen Tinnitus im Spiel. Jetzt hör auf zu winken und mach was! Oh, ich hätte nochmal umgekehrt. Phil Krug, oh, schade drüber. Das war so eine Bogenlampe. Ich weiß nicht, ob du das willst. Theoretisch ist es so, dass es die DayZ Standalone ist halt noch. Ich sage jetzt mal, da kam jetzt zwar ein Update, aber. Sie ist noch nicht so, wie wir sie uns eigentlich vorstellen, sagen wir mal. Das kann man eigentlich noch nicht erwarten in dem Zeitraum. Das ist richtig. Aber ab einem bestimmten Zeitraum, wenn wir sagen, ja, sie ist wirklich so spielbar, dass es uns Spaß macht, beziehungsweise dass es da auch länger, also längere Anhalte geben würde, dass man die länger spielen kann. läuft. dann machen wir das auf jeden Fall. Und dann spätestens, wenn sie halt rauskommt, falls wir bis dahin noch leben. Was heißt, wenn sie rauskommt? Ja, dann ist er draußen. Ist schon draußen, du Vogel. Ja, dann ist halt das Vollpreisspiel. Ja, das dauert noch. Mindestens zwei Jahre. Ja. Das dauert auf jeden Fall noch. Also, weil es ist auf jeden Fall jetzt im Moment die Rede von Fahrzeugen, aber. Ja. Das kann auch noch ein bisschen dauern, weil das natürlich eine sehr komplizierte Sache ist, glaube ich, die einzubauen und so. Ich habe zwar keine Ahnung davon, aber ich kann es mir zumindest vorstellen. Oh, ich dachte, das passt zu dem. Was? Nö, nö. Ey, das machen wir nicht. Kassierer bei Tore. Och Mann, der war zu flach, also zu schwach. Kassi ist auch Tor. Nee. Und ja, was ich eigentlich machen sagen wollte. Aua. Ach danke. Zu DayZ. Es gibt ja auch von Arma 2 das Ding. Achso, das willst du sagen, ja gut. Der ist es so, Arma, also das ist ja die Mod für Arma 2. Und es ist eigentlich so, dass das so ist, wie die Standalone werden soll. Aber die Grafik ist halt einfach das so nicht vergleichbar, sage ich mal. Nee, die Standalone soll nicht so wie die Mod werden. Ja, aber so werden. Von
Ja, natürlich soll sie besser werden, aber so von Sachen her und Ja, was es aber an es ist. Waffen gibt und Fahrzeuge und bla 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 und Ganz ehrlich, Helikopter für mich und. ist das, was wir da gespielt haben, deutlich zu viel. Weil du hast ja gesehen, es stirbt irgendwie alle 2 Sekunden einer. Ja, das war so ein bisschen übertrieben, aber es stirbt recht häufig einer. Hast du oben mal auf den Chat Ja, ja, geachtet? ja. Und was für Waffen das halt waren, das ist. Ja, Ah. wir hatten uns das gekauft, weil. Was? Der Stadionsprecher hat gerade gesagt, bitte reichen Sie dem Torwart der Gäste Ja, ja, keine ja. Getränke, er trinkt nicht bei der Oh, Arbeit. was sind denn das für Finger, Alter? Wo war ich stehen geblieben? Daisy ist ein Mod, Waffen so eingefügt wie. Ich würde mir auch gerne mal Helikopter fliegen, das würde ich gerne machen. Ja, Also was wenn echt mal, das was echt kommt, was dann. Traum ist, ist in Daisy Standalone Heli fliegen. Ja. Das wäre Mal hammermäßig. gucken, wie sie es umsetzen. Ja, Spaten. Heli, Heli. Aber es wird auch so sein, dass man die dann findet, oder? Also schon komplett zusammen. Nein. Gar nicht. Auch die Autos. Also das, was ich bis jetzt gelesen habe, Ist es ist, wirklich so, dass man die sich dass du, zusammenbauen muss? ja, so wie eine Waffe halt. Also das Das ist hieß natürlich es schon so. richtig. Da musste der. Und es ist auch im Moment Das so, dass es einfach war ja nur beim Mod. PvP, ne? Das war ja beim Mod auch so. Dass du die Helis nie ganz gefunden hast. Du hast immer Rotorblätter suchen müssen, Ist es, man Scheiben. redet jetzt von der Mod, die wir gerade gespielt haben? Nein. Welche ist es dann? Das Standard-Mod-Ding. Also Von das, was als allererstes Daisy war. Oh, was war das genau dann? Naja, Daisy halt. Ohne irgendwelche Zusatzmods, ohne Kann man das noch Bearbeitungen. kaufen irgendwie? Also quasi so? Nein, Oder ist das es. gibt's ja nicht mehr wirklich. Das, was wir eigentlich gespielt haben, ist eine bearbeitete Version ohne Mods vom Daisy-Spiel. Wenn du verstehst, was ich meine. Naja, deswegen heißt es auch Standalone, quasi, das ist so. Hä? Nein! Hä? Also, in der Mod von Arma 2, Ja. die Ursprungsmod, gab es noch keine Bearbeitungen und sonst was. Das, was jetzt Epoch, Origins und sonst was ist, das sind einfach nur Mods Ja, das für weiß diese ich. Daisy-Mod. Ja. Und die fügen halt nochmal andere Sachen ein und du kannst die normale Daisy-Mod nochmal selber bearbeiten, also als Host von einem Server halt. Ja, das verstehe ich schon. Und da kommt es halt auf dem Server drauf an, wie halt jetzt Helis gefunden werden können, also ob die ganz sind. Aber in der Ursprungsmod war es so, dass du Helis gefunden hast, beziehungsweise generell Fahrzeuge, je nachdem Zusammengebaut. nicht zusammengebaut. Nicht zusammengebaut. Ja, das hat sich jetzt gerade so angehört. Ja, das wollte ich dir die ganze Zeit erklären. Ja, das habe ich jetzt verstanden. Ja, wie gesagt, nicht zusammengebaut. Moment. Muss noch ein Tor schießen. Schade. Nicht ganz. Ja, komm, nochmal vielleicht hier nachsetzen. Nee. Nicht zusammengebaut. Da hast du halt Rotorblätter, Ja, alles muss Motor, ja alles zusammen. Reifen. Das musst du dann auch eigentlich auch so machen, dass du dir so ein, irgendwie irgendwo ein Zelt hinstellst. Weil du kannst es doch hier nicht die ganze Zeit mit dir rumtragen eigentlich. Weil das ist Naja, wahrscheinlich. oder du baust es direkt hin und einer passt halt auf, dass der Heli nicht geklaut wird. Also Ja, so haben aber es ich meist meine, eigentlich. ist es nicht so, dass alle Teile an einem Ort liegen. Doch. Du hattest in der Ach Mod, so, das ist was anderes. Ich dachte nicht, weil es sonst ja viel zu einfach eigentlich, fast schon. du hattest in der Mod ja so Spawngebiete, wo halt Industrial Loot spawnt Ja, okay. und Zeugs. Und das Industrial Loot ist halt für die Fahrzeuge gewesen. Alles klar. Ja. So, und du schießt Ach jetzt nochmal ein so, Tor. das ist zu langsam. Kondition und so, ne? Scheiß auf die Kondition. Hauptsache, ja, also es ist schon 90. Ja, ich rede zu viel. Oder du. Wir. Wir. Scheiße! So ungefähr, ne? Also Daisy könnte noch ein größeres Ding werden, aber ich konzentriere mich jetzt A erstmal auf FIFA und B dann auf Risen. Weil. Es gibt aber auch im Moment, okay, Minecraft ist noch so, wäre noch ganz gut so. Wenn wir, ist halt auch immer blöd irgendwie mit Minecraft oder diesen Hunger Games oder Survival Games, Oh weil fuck. das auf dem Server meistens leckt einfach. Wenn man normal spielt, geht's, aber wenn du dann aufnehmen anfängst, dann leckt's einfach. Das ist aber komischerweise nur bei dir so. Ich habe nicht wirklich immer Probleme mit Laggen. Ach nicht? Nö. Oh, das ist. Kannst du mir mal den Server sagen, dann komme ich auch mal. Das ist unser Standard-Server. Aha. Es kann auch Meinst du, sein, ich soll dass. schießen? Weil du hast ja gestern die gleiche Position so ungefähr gehabt und dein Schuss war gar nicht mal so schlecht.
Ja. Gestern. Oder meinst du das von vorhin von Dortmund? Nee, gestern. Also mein Freistoßtor war ungefähr da rechts, wo das uns und meine steht. Also ja, aber du hast ja kein Tor geschossen, ne? Das, ich meine das andere Freistoßding, was ich geschossen habe. Das Tor, wo ich geschossen habe. Was war das jetzt? Ecke. Von den Idiotenköpfen. Ja, deiner hat geköpft und dann ist der irgendwie komplett, glaube ich, drüber. Ja, okay. Habe ich nichts dagegen. Aber 2-0 geht eigentlich. Ja, ja, ist eigentlich schon gebongt, würde ich schon sagen. Natürlich. Guck mal, der langt durch ein Ding durch, da ist die Farbe noch nass. Also, jetzt fange ich nicht mit der Cheat-Bombe an. Ja, und wer jetzt mit TTT kommt, ja, also das Problem ist, dass wir einfach nicht genug Leute sind. Wir sind zu zweit nicht genug Leute. Man könnte sich natürlich irgendwie mit anderen YouTubern zusammentun, aber ja, weiß nicht. Ich finde TTT an sich eigentlich recht cool, aber... Du musst es gescheit spielen können. Also, ja. Ich muss ganz ehrlich sagen, die es wirklich gescheit spielen, sind PeteSmeet. Auch wenn man jetzt Sarazza zugeschaut hat oder den Leuten von Zombie und dem ganzen Scheiß. Ja, ich habe den Leuten nicht gerne zugeguckt beim Spielen, weil die einfach irgendeinen Scheiß gemacht haben. Ja, muss man auch so können, ja. So, hier Spielerbewertungen. Stark, Spieler des Tages. Silvestre 7,4. Mal gucken, knapp dahinter, wie er verletzt ist. Hoffentlich nicht zu lang oder ob er einfach nur. Ja, der hatte ja nur so ein kleines Ding. Ja, so hier Heidenheim hat 1-0 gewonnen und das andere Stadion hat 2-0 gewonnen. Ja. Ach du, ey. Spieler ist auskodiert. Achso, dann ist er schon wieder fertig. Nee, Daniel Cadeas ist fertig. Ist auch ist fertig, ey. Der kommt aus der Fabrik zurück, ey. Gebhardt hat eigentlich ganz gut gespielt. Mal gucken, ob ich den das nächste Mal rein tue. Aber der, schau mal hier oben noch so, was gibt's denn da? Spieler verletzt, 5 Tage wird er ausfallen. Ja, gut. Füllkrug, danke, dass ich Spielzeit bekommen. Ich wollte im letzten Spiel ungefähr. Mäntler, Alter. Lappen. Oh, verdammt, den hatten wir vergessen. Echt? Ja, das war wirklich so. Naja, dann spiele halt jetzt. Kannst du rein tun, oder? Ja, mach dich. Ja. Nicht, du... Mal gucken, was das nächste Spiel ist. Gegen du bist den... der King der kurzen Folgen, gell? FSV Frankfurt. Frankfurt. So, nochmal ins Büro gucken. Trainingsverletzung. Pultus. Ich weiß nicht mehr. Was verletzen die sich alle? Sind die das Amerikaner, ne? Aber ich weiß nicht mehr genau, wie man den ausspricht so ganz. Ist der Amerikaner? Ich glaube ja. Echt jetzt? Da ist Silvestre wieder ganz. Passt wieder. Kann man das da irgendwo nachgucken? Kannst du nachschauen, ja. Ich weiß auch nicht. National Dead. Linksfuß. Ah, Niederlande. Ja, so viel zum Thema ist Amerikaner. Ich dachte, weil die alle den Namen so aussprechen. Geh mal noch auf Tabelle, vielleicht ist noch ganz interessant. So, vielleicht. Tabelle so. Ja, immer noch Dritter. Aber wir haben ein Spiel weniger als Aue, achso, scheiße, Aue, Lautern und... wir haben es weniger, halt schon. Das war falsch. Aber die anderen, Hauptsache die vor dir haben halt... Kann man da irgendwo nachgucken? Ne, das ist Europa League. Bist du nicht drin? Da bin nur ich drin. Ja, bin klar. Teamstatistiken? Stehen da meine Begegnungen eigentlich drin? Ne, ne. Warte mal, also Aue spielt gegen 68, das werden sie wahrscheinlich gewinnen und Lautern gegen Aalen, wo ist Aalen? Siebter. Also an Lautern könnten wir eventuell, wenn wir gewinnen, vorbeiziehen, aber Aue wird wahrscheinlich wieder gewinnen. Also Aue ist echt so ein Gegner, wo ich mir sag, scheiße. Da hast du ja schon, ne? Ja, da habe ich schon verloren, ne? War das Spiel? Ja. Aber aufsteigen tun wir trotzdem. Bestimmt, ja, es schaut doch nicht schlecht aus, ne? Noch nicht, ja. Es ist natürlich jetzt am Anfang alles sehr, sehr eng, aber voilà. Machst du nichts, ne? Naja, dann wird haben schon. Wir gewonnen, haben wir. Gegen wen haben wir denn gespielt? Achso, Union Berlin. Haben wir 2-0 gewonnen und dann... Durch zwei sehr, sehr frühzeitige Tore. Ja, mein Gott. Ja, und viel Gelaber von dir. Hauptsache sehr wurscht. Du hast auch viel gelabert. Ich hab gespielt. Ich wusste und nicht, gelabert. Was ich sage. Ja, ist gut. Ist ja egal. So, das war's mit der Folge und bis zum nächsten Mal gegen Frankfurt.